Und da geht's jetzt auch schon los. Immer schneller links und rechts gucken. Und ja, jetzt geht's los. Topcase kaufen. Gutes, gebrauchtes Gilly-Topcase. Nach 50 Metern im Kreisverkehr erste ausnehmen. Jo, machen wir mal. 2000 Jahre später. Dem Straßenverlauf von Hesselteicher Straße noch 3 Kilometer folgen. Jo, machen wir. Jetzt dauert es nicht mal lang. Und dann sind wir schon da. Na? Nein, doch. Links auf die Auffahrt nach A33 abbiegen. Jo, und da sind wir endlich wieder. Ich habe das Topcase jetzt. Links gekauft. Auf die Auffahrt nach A33 abbiegen, dann auf A33 fahren. Das machen wir doch schon gerade. Nur den Weg kennen wir ja schon. Nee, wie gesagt, ich habe das Topcase jetzt gekauft von einem sehr netten, etwas älteren Mann. Na, ich mach mal hier. Na? Da. Dem Straßenverlauf von A33 noch 29 Kilometer folgen. Da ist es drin. In einer Plastiktüte. Richtig geil. Und ja, das baue ich jetzt gleich an. Na, dann bis gleich. Jo, und da bin ich wieder. Ich habe das Topcase jetzt gekauft. Na, für 54 Euro. Und jo, da haben wir es. Das ist es. Das ist mein neues Gilly-Topcase. Allerdings mit hier und da ein paar Kratzern. So wie da. Ich hoffe, das kann man wegwischen oder so. Oder hier oben. Ja, so ein paar Einschläge. Ja, so ein paar Einschläge. Na? Da auch so ein bisschen, ne, aber mein Gott, ne, also wichtig ist, dass es die Funktion erfüllt. Ja, das tut es, das schließt wunderbar. Ne, kann ich auch mal kurz zeigen. Das ist übrigens hier die Monolock Adapterplatte mit Monolock-System. Dann dazu die passenden Schrauben und die Abdeckplatte. Allerdings ist bei den Schrauben, ich fürchte, dass die zu kurz sind, da muss ich dann mal noch längere Schrauben kaufen, ne? Und dann kann ich es dann richtig anschrauben. Ne? Was auch nicht mit dabei ist, das finde ich ein bisschen schade, ist bei den Schrauben, man hat hier nur so eine Unterlegscheibe und so eine große Unterlegscheibe. Normalerweise wäre ja hier so ein kann man hier extra von Gilly, ne, so ein Teil halt rein, ne, so eine, also auch Unterlegscheibe, aber halt andere Form und so, damit das besser passt. Ich blende euch das mal ein. Normalerweise kommen die rein, ne, vielleicht bestelle ich das nochmal neu, das ganze System, außer das Topcase. Apropos Topcase, das wollte ich jetzt einmal ein bisschen sauber machen. Na? Jo, jetzt wird erstmal warmes Wasser eingelassen. Und dann mache ich dann hier erstmal die Adapterplatte sauber. Ne, da ein bisschen sauber machen. Und dann kommt das Topcase ran.
Jo, und jetzt halt, wo es hier so ein bisschen einweicht, weil das Wasser ist ja auch heiß. Na? Wollte ich hier das Topcase einmal sauber machen. Oh, einmal schön sauber machen. Na, was heißt das? Am besten immer mit, also nicht mit der rauen Seite, weil sonst verkratzt das noch, denke ich mal. Nur mit der glatten Seite ist besser. Ist kunststoffschonender. Ne? So, fast wieder sauber und trocken, die Abdeckung. Jetzt kommt die Platte drin, die Topcase-Platte. Bisschen sauber machen, beziehungsweise trocken hobeln. So, wieder so gut es geht sauber. Ja, da hast du es ein bisschen. Da. Und einmal da. Jo, perfekt. Und da steht es nun in seiner vollen Pracht. Na? Jo, gleich mal gucken, wie groß das ist. So. Ach, da muss ich ja noch. Da wollte ich auch noch den Innenraum so ein bisschen sauber machen. Moment, das haben wir gleich. Und damit würde ich dann auch sagen, dann geht es jetzt an die Montage des ja, fast neuwertigen Topcases. Na? Dann bis gleich beim Roller. So, da waren wir es auch mal festschrauben hier an der Tablette von Givi. Also ich muss schon sagen, die ist echt stabil. Habe das jetzt hier nur so gelöst. Da ja hier diese Schrauben halt jetzt nicht da waren, nur so habe ich das gelöst. So.
wie gesagt, also hier diese Schrauben, diese speziell Unterlegscheibe, die war halt nicht da. Ja, aber ich denke mal, so geht das auch. Ja, hier mit neuen Schrauben, mit 5 cm Länge, passt wunderbar. Und ja, jetzt schraube ich es dann so an. Ja, auch mit selbstsichernden Muttern und so, selbstverständlich. Ist besser für mich. Ja, und passt auch wunderbar hier rein in die Löcher von dem Träger. Wunderbar. So. Ja, wunderbar, würde ich sagen. Ja, da wackelt jetzt nichts mehr. Na, ja, guck. Jo, dann kommt jetzt das Topkiste raus. Den Schlüssel. Jo, jetzt ist es auch verbaut. Das Gummi-Topcase kann ich mal aufmachen. Richtig geil. Voll geil. Perfekt. Richtig genial. Richtig cool, ey. Und die Größe ist auch ausreichend. Das sind ja hier knapp 39 Liter, also sprich knapp 40 Liter. Und ja, ist auch ausreichend auf jeden Fall. Ja, ich kann ja mal gucken, ob der mal hell reinpasst. Ich denke aber schon. Das ist halt Gigi. Ja, so. So, da habe ich dann hier noch ein bisschen mehr Platz. Ja. Das ist geil. Mal so zumachen. Und dann so verschließen. Ich zeige euch das mal. Also verschließen tut man das so. So. Und wenn der Zündschlüssel oder der Topcase-Schlüssel so ist, kann man das nicht verschließen. Dann klemmt alles. Der Schlüssel muss so sein, dann hier oben drücken, dann rastet das ein, so, und dann unten drücken. So, jetzt ist es eingerastet und so abschließen. Wenn ihr jetzt allerdings den Fehler macht und lasst das hier offen, ne, so, und schließt dann ab. Ja, dann, ja, ne? Also immer schön dran denken, den Schlüssel so rum drehen, nach rechts, dann da oben drauf drücken und dann hier unten. Und dann Schlüssel wieder links rum, rausziehen und das Topcase ist verschlossen. So, aufgrund dessen, weil
aufgrund dessen, weil ja, das Topcase so ein bisschen riecht nach dem Vorbesitzer. Jo, das riecht noch immer noch so ein bisschen. Da dachte ich jetzt an... Also um den Geruch entgegenzuwirken, da dachte ich jetzt an das hier, an den Wunderbaum, New Car, beziehungsweise New Topcase. Okay. So, dann müssen wir mal aufmachen. Wow. Oh. Wow. So. Jo, man riecht schon. Das, man riecht das schon, den Geruch. Oh, boah. Alter. Heftig. Und jetzt hier einfach hier reinlegen. So. Und zumachen. Hoffentlich wirkt das was. Bombenfest. Wunderbar, das ist jetzt nur noch hier der Roller, der mitschwingt. Ne, das Topcase selber. Ach, Alter, ist das stabil. Ich blende euch mal ein, wie das alte Topcase saß. Ne, wie locker das war. Da denkt man an nichts Böses und dann sowas. Miep, miep. Und da bin ich nochmal. Ich habe jetzt noch was vergessen, und zwar diese Abdeckplatte. Diese hier habe ich noch vergessen. Ja, diese Abdeckplatte. Die baue ich mal eben schnell drauf. Alles klar, dann räume ich jetzt hier noch so ein bisschen auf. Ist zwar nicht viel, aber immerhin. Und grüße damit dann ganz recht herzlich Multikulte Multischrauber. Ihr seht, ich habe das Topcase jetzt. Ei, ei. Und ja, ne, also, na, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ja, Grüße gehen raus, wie gesagt, an Multikulte Multischrauber und an meinen Kumpel Lars, der ja auch noch damit bei war. Na, der mit den richtig coolen weißen Sachen. Ja, der war auch noch damit bei. In einer netten Runde. Na, die ich gerne wiederholen möchte, wenn das geht. Aber ich denke mal schon. Na. Alles klar, dann bis zum nächsten Video. Ciao, Leute. Ansonsten wäre es das gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nö.